das aber der ihn verriet, wusste den Mord auch. Denn Jesus versammelte sich oft, daselbst mit seinen Jüngern. Da nun Judas zu sich hatte genommen die Schar, unter hohen Priester und Pharisäerdiener, kommt dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Als nun Jesus wusste alles, was ihm begegnen sollte, ging hin. Antworteten ihm: das Wort erfüllet würde, welches sagte: Ich habe keine verloren, die du mir gegeben hast. Da hatte Simon Petrus ein Schwert und zog es aus und schlug nach des hohen Priesters Knecht und hieb ihm sein Recht Ohr ab und erklärte:
Schwert in die Scheide. Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat? Den Kelch, den mir mein Vater gegeben hat.
Aber solches redete, gab der Diener einer, die dabei stunden, Jesu einen Backenstreich und sprach: Solltest du den hohen Priester also antworten? Jesus aber antwortete: Gerät, so beweise es, dass es böse sei. Hab ich aber recht geredet,
gebunden zu dem hohen Priester Kaiphas. Simon Petrus stund und wärmete sich. Da sprachen sie zu ihm: Bist du nicht seine Jünger? Ein, bist du nicht seine Jünger? Ein, bist du nicht, bist du nicht seine Jünger?
führten sie Jesum von Kaiphas vor das Richthaus, und es war früh, und sie gingen nicht in das Richthaus, auf dass sie nicht unrein würden, sondern Ostern essen möchten. Da ging Pilatus zu ihnen heraus und sprach: Was bringet ihr für Klage wider diesen Menschen? Sie antworteten und sprachen zu ihm: Wir sind diesen nicht verdienen können. Wäre mein Reich von dieser
antwortete: Du sagst, ich bin ein König, ich bin dazu geboren und in die Welt kommen, dass ich die Wahrheit zeigen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der höret meine Stimme. Sprich Pilatus zu ihm: Was ist Wahrheit? Und da er das gesaget, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen: Ich finde keine Schuld an ihm. Ihr habt aber eine Gewohnheit, dass ich euch einen losgebe. Wollt ihr nun, dass ich euch der Juden König losgebe? Da schrien sie wieder allesamt und sprachen: Nicht diesen, diesen nicht, nicht diesen, sondern thank you.
an Stücken dem Himmel gleiche, dem Himmel gleiche geht in allen Stücken, in allen Stücken, dem Himmel gleiche, dem Himmel gleiche geht. Der Wege, wie sein Blut gefällt, rücken in allen Stücken, dem Himmel gleiche geht. Der Wege, der Wege, der Wege, sein Blut gefällt rücken, in allen Stücken, in allen Stücken, dem Himmel gleiche, dem Himmel gleiche Wasser, oh,
allen Stücken, in allen Stücken, dem Himmel gleiche, dem Himmel gleiche geht. Erwäge, 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 wie sein Blutgefährte rücken, in allen Stücken, in allen Stücken, dem Himmel gleiche, dem Himmel gleiche geht. Erwäge, wie sein Blutgefährte rücken, in allen Stücken, dem Himmel gleiche geht. Erwäge, 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 wie sein Blutgefährte rücken, in allen Stücken, in allen Stücken, dem Himmel gleiche, dem Himmel gleiche geht. Oh,
hin, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden antworteten ihm: Wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz soll er sterben. Wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz soll er sterben. Wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz soll er sterben. Wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz soll er sterben. Wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz soll er sterben.
Hochpflaster, auf Hebräisch aber Gabata. Es war aber der Rüster in Ostern und die sechste Stunde, und er sprich zu den Juden: Sehet, das ist euer König. Sie schrien an: Und
Thank you.
einzige Taten, nahmen seine Kleider und machten vier Teile, einem jeglichen Kriegesknechte sein Teil, dazu auch den Rock. Der Rock aber war ungenäht, von oben angewirket durch und durch. Da sprachen sie untereinander: Lassen uns den Witzen, lassen uns den Witzen, lassen uns den Witzen, lassen uns den Witzen, thank you.
einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Hisopen und hielten es ihm dort zum Munde. Nahm nun Jesus den Essig genommen, Thank you.
zerrissen, und die Gräber taten sich auf, und stunden auf viele Leiber der Heiligen. Ganze Welt bei Jesu Leib.
Boden aber die weiteste Rüstung war. Dass nicht die Leichname am Kreuz im liebenden Sabbat über, denn desselbigen Sabbattags war sehr groß, baten sie Pilatum, dass ihre Beine gebrochen und sie abgenommen würden. Da kamen die Kriegsknechte und brachen dem Ersten die Beine, und dem anderen, der mit ihm gekreuziget war. Als sie aber zu Jesu kamen, da sie sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern der Kriegsknechte einer eröffnete seine Seite mit einem Speer. Und alsobald ging Blut und Wasser heraus, und der das gesehen hat, der hat es bezeuget, und sein Zeugnis ist wahr, und derselbige weiß, dass ihr die Wahrheit saget, auf das ihr glaubet. Denn solches ist geschehen, auf das die Schrift erfüllet würde. Ihr sollet ihm kein Bein zerbrechen. Aber man spricht eine andere Schrift. Sie werden sehen, in welchen sie gestochen haben. Es war aber
aber an der Stätte, da er gekreuziget war.